So, meine lieben Freunde, wenn ihr natürlich dann ein Feld in dem Fall gegruppert habt, ihr wollt jetzt sagen, pass auf, ich möchte es dieses Mal kalken, ja, weil hier da steht, benötigt kalkt. Hier die Stelle ist zum Beispiel jetzt hier, ne? Gedüngt. Ihr seht gerade unten rechts geht das Ganze auch so ein bisschen hoch. Ist halt zu 45%, 39%, ist halt je nachdem unterschiedlich gedüngt, ne? Das haben wir gerade eben mit diesem Teil hier gemacht. Ist ein Grupper mit Düngemaschine obendrauf und ersetzt den Pflug. Das müsst ihr selber entscheiden, was ihr dafür nehmt. Die Anfängervariante wäre jetzt normal zu gruppern und zu pflügen. Mit zwei solchen Teilen, also einmal so ein Teil und einmal einen ganz normalen Pflug. Habe ich ja gerade eben schon erklärt. So, wenn ihr jetzt doch mal sagen wollt, pass auf, ich möchte das Ganze nicht, ich möchte das Ganze jetzt hier ganz normal kalken, dann schnappt ihr einfach das Teil. Nehmt euch den Ladeanhänger, der hier hinten dran ist. Könnt ihr euch hier über ganz normal den Dings-Shop kaufen. Ich zeige es nochmal schnell, weil ich jetzt nicht weiß, ob ich den in eine andere Aufnahme mit reingepackt habe. Düngertechnik, dann kauft ihr euch das hier. Da unten sind noch zwei Symbole für Kalk und Dünger. Ne? Ist das eine? Das erste ist Dünger, das andere ist Kalk. Kauft ihn euch. Meiner sieht in dem Fall jetzt hier so aus. Groß, hat natürlich auch jetzt schon eine größere Sache. So sieht meiner aus. Würde ich euch auch empfehlen, kostet zwar in dem Fall jetzt 750, ja, sagen wir mal 9000 Euro mehr, aber ihr habt viel mehr, wo ihr es erladen könnt, eine größere Fläche, die ihr sprühen könnt, demzufolge weniger Spritverbrauch, weil ihr nur, weil ihr spart euch jedes Mal einen Weg hin und her zu fahren und das Ganze ist natürlich etwas schöner. Ja, das ist mein Gerät. Dann müsst ihr euch natürlich noch den Kalk kaufen, den Kalk, kauft ihr euch hier über Big Packs und hier drüben ist dann hier einmal das normale Düngerzeug, ne? Mineraldünger, den ihr überall einfüllen könnt und dann hier halt einfach den Kalk. Ne? Müsst ihr natürlich ein paar so Dinger kaufen, in so ein Teil geht ein bisschen was rein. So, dann wieder L1 und dann halt einfach anschalten. So, das seht ihr schon, es wird schön fleißig hier gekalkt. Natürlich wird dann, wenn ihr jetzt schon gedüngt haben solltet, wenn ihr euch doch vergessen habt, okay, pass auf, ich habe schon angedüngt, ist natürlich dann der Dünger weg. Ja, dann müsst ihr anpflanzen und nach den Anpflanzen könnt ihr es nochmal düngen. Würde ich euch sowieso empfehlen, immer zwei- oder dreimal zu düngen, erhöht euren Ertrag. Ne, weil ihr ja gerade gesehen habt, ist die Fläche ja sowieso unterschiedlich in dem Fall gedüngt. Ne, damals sind 45% gedüngt, damals nur 40%. So, siehst du? Und schon haben wir das hier innerhalb von noch nicht mal einer Minute ganz mal schnell durch diese 6 Meter. Das Teil, was mich gerade mal 9000 mehr gekostet hat, spart ihr auf der einen Seite erstmal Arbeitszeit, weil ihr Schneider das Feld gekalkt habt und demzufolge auch noch anspart, ne, weil ihr halt euch jedes Mal einen so einen kompletten Weg sparen tut. Ne? Das war jetzt hier nicht professionell gemacht, aber es ist jetzt nochmal schnell so zum Zeigen, einfach nur dazu gedacht. So, wenn ihr das dann hier gekalkt habt, könnt ihr euch die Sämaschine organisieren. Die müssen natürlich auch vorneweg befüllt werden. Müsst ihr euch natürlich demzufolge auch wieder so ein Big Pack kaufen. So, da kann man den da ausschalten, können den zuklappen und können diesen dann auch wieder beiseite stellen. Ne? So, dann hätten wir das Ganze getan. Dann schalten wir den ganzen schnell hier noch ab. Natürlich auch noch vorneweg natürlich bremsen, das wäre natürlich sehr hilfreich. So. Ja, verdammt, jetzt mache ich den falschen Taster. So. Das kann man hier angucken. Ne? Die hatte ich gerade eben hier anderweitig gemacht. So, das seht ihr jetzt hier so ein gedüngtes da auf einmal 50%. Hier ist jetzt gekalkt. Na, gedüngt nur 9% durch den Kalk. Wenn wir jetzt hier weiter drüben gehen, da 0% gedüngt durch den Kalk jetzt auch mit. Ne? Weil der Kalk ist jetzt. Was der jetzt hauptsächlich benutzt wird, ist jetzt fragwürdig. Aber gut, wir müssen uns separat nochmal drüber düngen. Ne? Und um natürlich nochmal zu düngen oder erstmal überhaupt die Sämaschine zu befüllen, brauchen wir natürlich hier ein wie steht denn das jetzt hier? Ich kann selber gucken. Saatgut hier. Ja, nochmal. Muss ich gerade selber kurz gucken, weil wir haben nämlich hier für Schweinefutter, Hafer, Weizen.
Saatgut hier, Big Pack. Das müsste aber jetzt Saatgut für Dings sein, oder? Weiß ich jetzt gerade nicht. Ah, egal. Auf jeden Fall habe ich mir das ja schon ein paar Mal gekauft. So. Das ist ein normales Big Pack jetzt. Steht jetzt natürlich auch wieder am Dings rum. Ach, das ist da halt nochmal ein Dünger. Falls ihr das keine Gerätschaften benutzen wollt, wie ich es in dem Fall mit dem Tiefenlockerer, wo ein Dünger schon mit drin ist, könnt ihr auch hier einfach einen normalen, entweder, gut, Güllefass braucht ihr jetzt noch nicht, normales hier Pflanzengerät kaufen. Bedeutet quasi, ihr kauft euch hier so ein Teil. Ich habe jetzt auch nicht mehr so viel Geld gerade. Mit dem normalen Dünger könnt ihr dann auch so Pflanzenmittel nochmal quasi draufsprühen, also damit euer Unkraut sozusagen weggeht. Allerdings verfällt dann auch da wieder der Dünger. Ja, deswegen würde ich das nur mit dem Striegel empfehlen, wenn ihr Unkraut auf dem Feld habt, fahrt mit Pflegereifen über das Feld drüber, mit dem Striegel hinten dran, da ist euer Unkraut entfernt. So, und dann kaufen wir uns das hier für 35. Gut ist. So. Muss jetzt natürlich. Kann ich gleich mal ein Experiment wieder ausprobieren, ob das natürlich auch wieder so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Was sind jetzt hier wieder meine Gerätschaften hier? Hier so. So. Jetzt mal die Gerätschaften mal ein bisschen beiseite stellen hier. Stellen wir das mal hier schnell hier hin, würde ich sagen. Jetzt steht der Scheißhänger mir im Wege. Immer dasselbe hier. So. Ich mache jetzt noch die Aufnahme hier fertig und dann werde ich erstmal Feierabend machen. So. Rundum leuchten, wie gesagt, R1 und Pfeiltaste nach oben. Da kann man rechts und links kommen und den Blinker betätigen. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das immer noch so funktioniert wie damals in 2011er Variante. Denn da habe ich nämlich auch was ausprobiert. Okay. Dinger funktionieren nicht, okay. Auch gut. Dafür funktionieren die Spiegel und die Scheinwerfer. Wie man betankt, das werde ich dann auch nochmal zeigen, wie gesagt, wenn ich es nicht schon gezeigt habe. Ja. So. Wir müssen natürlich jetzt hier einmal das Düngergerät befüllen und die Sämaschine auch einmal. Bin ich mal gespannt, ob das noch funktioniert. Es funktioniert noch, ich wäre blöde. Jetzt müssen wir natürlich auch wieder befüllen, das Ding. Feldspritze befüllen. Das funktioniert sogar noch, ich wäre blöde. In dem Fall mache ich jetzt wieder vorne Spritzen und hinten gleichzeitig säen. Jetzt nur ein. Okay, das ist offenbar schon voll. So. So. Schnell auffüllen das Ding hier. So habe ich das schon im 2011er gemacht, vorne gedüngt. Ja. Und jetzt hier auffüllen. Wir gehen das jetzt nicht. Hallo? Jetzt. Keine Ahnung warum, es hat gerade kurz gebackt. Drei Dinger sind voll und schon können wir jetzt fahren. Das haben wir natürlich die beste Waffe ever. Vorne düngen, hinten gleichzeitig säen. Perfekt. Würde ich mal grob behaupten. So könnt ihr euch auch wieder einen Arbeitsweg sparen, weil sonst müsstet ihr theoretischerweise einmal drüber fahren mit dem Traktor, um zu düngen und einmal zu säen. Oder zu säen und dann zu düngen, das ist euch überlassen. Ich mache das immer so. Hab das immer so gemacht, vorne drauf gespritzt, hinten gleich gesät und dann ein bisschen später noch mal hinten drüber gefahren, drüber gerumpelt. So. Müsst natürlich jetzt wieder gucken, dass ihr die richtigen benötigten Sachen habt.
ausgewählt habt, ne? So, das bedeutet quasi jetzt wieder, wir müssen hier einmal L1 drücken. Jetzt müssen wir hinten die Sämaschine senken. Ist der scheiß Traktor hier im Weg stehen würde. Deswegen sage ich immer schön die Sachen auch schön wegräumen, ne? Sind halt zu solchen Sachen halt dann nicht im Weg stehen. Das zeige ich schon mal, wie das funktioniert hier. Sieht ein bisschen komisch aus jetzt, natürlich. Eigentlich kommt das Ding hinten dran. So, machen wir erstmal vorne. Erstmal Saatgut wählen. So, Saatgut wählen. Aufklappen. So, das kann man natürlich auch noch die Höhe bestimmen. Ich habe vorne das Ding, da steht wie so Saatgut wie ein Raps. So, warte mal, da muss ich mal kurz noch mal selber was gucken hier. Düngerspritzen werden für die Ertragungssteigerung von Feldern. Wieso steht da jetzt Feldspritzer? Ah, okay. So. Jetzt müsste ich theoretischerweise erstmal mit dem Gerät hier drüber fahren. Vorher habe ich natürlich demzufolge ein passendes Gerät dafür verwendet. So, Saatmaschine anschalten. Was habe ich denn eigentlich? Weizen, okay. So. Man müsste da mal das Ding senken, würde ich mal sagen, wa? Sämaschine. Sonst wird es nichts. Jetzt. Schon genau, warum es schnell geht. Und dann seht ihr schon hinten an der Farbe, dass sich das Ganze ein bisschen verändert. Ne? Ich fahre jetzt mit der Sämaschine ein paar Spuren. Wenn ich ein paar Spuren gefahren bin, kann ich auch die Düngermaschine, das Düngergerät einschalten. So wird sich zwei Arbeitswege mit einmal gespart. Natürlich muss ich erstmal, kann ich das Ding vorne erstmal schnell wieder zuklappen hier, damit es genau so ist wie jetzt halt nicht passiert, dass ich irgendwo hängen bleibe. Natürlich beim Sehen, Ansehen ist es hier natürlich ganz klar zu beachten, dass ihr natürlich umso besser ihr arbeitet, umso mehr Ertrag habt ihr dann hinterher. Also wenn ihr natürlich jetzt hier irgendwelche Sachen reinreißt oder irgendwelche Stellen offen lasst, dann habt ihr natürlich viel, viel weniger Ertrag. Ich würde euch trotzdem empfehlen, das zweimal zu düngen. Einmal bevor ihr angepflanzt habt und einmal danach. Ups, jetzt habe ich das Feld hinter mir aus Versehen mitgesät. Tö. Läuft bei mir, sagen. Naja, passiert. So.
Kaffee reicht noch nicht. Müssen wir noch mindestens 2 Bahnen fahren. So, ihr seht, der Kalk verschwindet. Somit auch würde dann auch gleich das Feld dann schön gedüngert werden. Und somit habt ihr dann euren Ertrag schön bereichert. Eine Blume müsst ihr demzufolge ja auch gießen. Deswegen, ja. So, da seht ihr das Ganze schon, wie das dann aussieht. Ja. So, ihr seht, ich denke mal, ihr habt das Prinzip verstanden, was ich meine jetzt hier, ne? So, und somit habt ihr dann automatisch einmal vorgedüngt, einmal nachgedüngt, weil dann, weil ihr einmal jetzt vor der Maschine einmal gedüngt habt, das Feld. So, wenn ihr dann hier dreimal jetzt in dem Fall hin und her gefahren seid, ne, seht ihr ja, wo dann halt letztendlich wieder die Sämaschine oder die Düngermaschine, besser gesagt, der Düngerstreuer, Feldspritze, wie immer das sehen wollt, dann halt ist und er düngt automatisch gleich nochmal nach. Ja, wenn ich bei mir mal ständig alles im Weg rumstehen würde. So, da seht ihr jetzt deutlich, was ich meine. Ne? So, die Stelle, die wir gerade eben zweimal lang gefahren sind, haben wir einmal vorgedüngt und einmal jetzt nachgedüngt. Es würde sich aber erst dann empfehlen, wenn ihr halt immer die 4 Bahnen in der Form der Breite des Düngers gemacht habt, ansonsten ist es zu sehr Verschwendung. Da habe ich natürlich zuvor die Sämaschine abgeschalten. So, ich hoffe, ihr habt das Prinzip verstanden, was ich meine. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen angenehmen Tag. Schaut in meiner Playlist da vorbei oder auf meinem weiteren Kanal. Wenn ihr Fragen haben solltet, gerne in die Kommentare. Ich wünsche euch was. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.